Gottfahren. Und bitte, los geht's. Run. Hey. Hey, hallo. Heute mit unserem Spezialgast hier, kann? Ja, wo ist denn hier angeschnitten Gast? Juma, Juma, zeig doch mal deinen Kopf wenigstens. Man sieht ja, wo ist denn das? Vorne, hinten, seitwärts? Ich sehe... Man mit seinem Po ist er nicht, du. Nee, ich sehe. Ja, jetzt. Guck doch mal hier. Juma. Heute mit Special Gast. Ja. Sag nochmal, der Killer hat auch bei uns gewohnt. Aber er sieht ja ganz gut aus. Von seinem Action-Stunt erzählen wir jetzt lieber nicht. Nein, das auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay. Gast gut, beendet. Ich bin heute etwas angespannt und nervös, aufgeregt und verwirrt und ängstlich und in die Defensive gedrückt, weil heute ist die Umkehrung des letzten Filmtalks, und zwar entweder oder Butter bei die Fische, wie man will. Kaya gibt mir 25 Mal Alternativen, also zwei Alternativen, und ich muss mich für eins entscheiden. Eigentlich gibt es 25 Schüsse auf dich. Genau. Aber cool wie ich bin, weiche ich den geschickt aus und lass mich nicht aus der Ruhe bringen. Weißt du, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Das sind so eine Leckerlis, ja? Ja, gib mir mal welche zur Beruhigung. Nee, er guckt ja die ganze Zeit da drauf. Also ich habe viele Dampfgeräte und Getränke. Deswegen um mich sieht man seinen Kopf ja nicht. Und ich weiß gar nicht, ob er den nehmen darf oder nicht. Du kannst sie essen. Nimm. Juma. Ja? Fass. Nee, der fasst nicht. Der ist ganz brav geworden. Ja, der muss mal wieder bei uns sein. Danach wird sich das wieder ändern. Woher der, wo der Eingang ist. Okay, hier. Nimm einen von mir und dann verzieh dich. Ich brauche auch welche zum Wohl. Ich mache mir erstmal, putze ich mir hier die Brille, weil ja. Ich doch heute sehr nervös bin. Das war's. Freue mich jetzt schon, okay, wenn ich es geschafft habe. Also, ich habe mein Puls steigt. Ich habe mir allergrößte Mühe gegeben, diese 25 Fragen zusammenzustellen. Genau. Und es war, du musst es wirklich, es war ein Leidensprozess. Das ist, ich denke, für mich. Ist ja. Das. Nein, es war für mich auch ein Leidensprozess, weil ich ja die richtigen Fragen stellen musste. Ja. Ja, du hast natürlich den Vorteil, dass du jetzt schon sozusagen, dass ich kann mich gar nicht mehr an dir rächen, weil ich war ja vorher und du hast meine 25 gehört. Das ist, genau. Das ist ein bisschen gemein, weil du kannst ja so gemein sein, wie du willst. Ich kann mich nicht rächen. Man muss noch mal kurz allen erklären, 25. Ja, 25 was, genau. 25, weil wir 25, jetzt, also mittlerweile der 6. 27. Filmtalks haben, und das ist so eine kleine Special Edition als Jubiläum, wo man sich mal bekennen muss und nicht so richtig rauslabern kann. Aber ich versuche mich schon heute rauszulabern. Das wird dir nicht gelingen. Du bist heute so du stehst so vor der Wand, dann will ich mal sehen, wie du den ganzen ausweichst. Ah. Okay, kommt die erste Frage. Okay, wir starten. Bist du bereit? Nein. Bist du bereit? Nein. Ja, leg los. Bereit? Ja, leg los. Okay, du musst aber mit deinen Ohren wackeln, wenn du bereit bist. Ja, ich wackel doch mit den Ohren. Okay, erste Frage. Popcorn oder Nachos? Popcorn, ja, Popcorn. Tradition, Popcorn. Neuerdings sogar gerne mal salzig. Ja. Wobei der richtige Cineast ja beim Kino gar nicht isst und trinkt. Das habe ich auf Festivals und Berlinale. Da darf man ja nichts. Da darf man ja gar nichts. Auch kein Kaffee trinken oder nur mit Ausnahmegenehmigung so ungefähr. Aber Popcorn. Okay. Diese Fragen sind jetzt nur zufällig hintereinander, kommen nur zufällig hintereinander. Ja, du hast das alles genau überlegt. Brigitte Bardot oder Marilyn Monroe? Oh. Ah. Also meine erste Anekdote dazu ist, dass ich
ich weiß nicht, wie alt war, 12 vielleicht, in der Schule kam in einem ganz anderen Zusammenhang die Abkürzung BB. Und da habe ich schon gesagt, das weiß ich noch, da merkt man, wie stolz ich damals war, dass ich sofort erkannt habe, BB, Brigitte Bardot. Da war ich, wie gesagt, 12, 13, so in dem Alter war das vielleicht. Es war eher 11, 12. Und da sagte gleich der Lehrer und mit so einer strengen Miene, ja, also sehr lange her, der Lehrer wäre jetzt heute vielleicht 100, also irgendwann noch vor dem Krieg geboren, woher ich denn so ein Schweinkram wüsste. Und er hat mir das so ein bisschen, woher kennst du das denn? So, also wie aus heutiger Sicht, was, 11 Jahre und guck Pornos. Und ja, aber so hat er mich angeguckt, ich war völlig in der Defensive. Naja, die ist ja auch mit einer Unterhose durchs Bild gelaufen, das war ja damals nicht so üblich. Also die Bardot war schon sehr attraktiv, aber ich verbinde dann doch mehr mit Marilyn Monroe, einerseits mit ihren Songs, mit ihren Stücken, die sie gesungen hat, mit ihrer Stimme und mit einigen Filmen. Und man muss sagen, bei Marilyn kenne ich sogar eigentlich nahezu alle wichtigen Filme. Also vorher hat sie so ein paar kleine Nebenrollen gespielt, aber manche mögen Size und die Zusammenarbeit mit Billy Wilder, aber auch mit William Wheeler. Die Sachen kenne ich. Also Marilyn, außerdem ist sie so tragisch gestorben und konnte nicht keinen Scheiß mehr machen. Ich glaube mit 36, während Brigitte Bardot mittlerweile fast in die rechte Ecke ja so ein bisschen Geldbesten-Ecke abgerutscht ist. Man wird halt konservativer im Alter, nicht? Ja, sie ist ja auch fundamentale, das ist ja schön und das ist ja toll, ist sie ja Tierschützerin und so, aber sie ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also die macht noch eine ganze Menge. Ich glaube nicht. Dich würde sie nicht schützen. Ja, wahrscheinlich nicht, aber Juma und Leckerlis geben. Juma würde sie auf jeden Fall. Ja, der hat sich wieder hingestellt. Guck mal. Egal, okay. Also Marilyn hat natürlich auch den Vorteil, dass sie dadurch so eine Figur geworden ist, weil sie ewig, ewig jung und ewig diese Monroe gewesen ist, weil sie eben... Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja, Marilyn Monroe ist ja jung gestorben, nicht? Ja, 36. Und sie ist dann, das ist ja so das letzte, die letzten Fotos halt, die man von ihr kennt. Ja. Sind halt wie, also sie ist halt so, wir haben sie nur so in Erinnerung. Wenn du dir Brigitte Bardot heute anguckst, ja. Oder ich weiß nicht, lebt sie eigentlich noch? Ja, ja, die lebt noch, die ist noch sehr aktiv, die ist politisch rechtskonservativ. Wenn du dir Brigitte Bardot anguckst, Die ist halt alt geworden, nicht? Hm. Und die ganzen, ich habe ja in der Recherche dachte ich so, okay, wen kannst du denn Marilyn Monroe entgegensetzen? Ja, sowas habe ich bei dir auch manchmal überlegt. Habe ich ja ein bisschen recherchiert und dann habe ich halt die Namen so eingegeben und dann gab es halt die Damen, die halt noch leben, die waren halt älter, das waren halt die neuesten Fotos, die dann quasi gekommen sind und es war schon sehr interessant, also zu gucken, wie die sich auch verändert haben und so, was man selber noch im Kopf hat, wie die ausgesehen haben und danach, wenn die keine Filme mehr gedreht haben, bleiben die ja so in Erinnerung. Und also das ist, deswegen gibt es ja ein paar, also die bekannteste ist auf jeden Fall Greta Garbo, aber auch Marlene Dietrich, die sich dann ja auch so zurückgezogen haben. Von der Garbo kann man ja mal googeln. Man findet nur ganz verschwommene, es gibt keine offiziellen Fotos mehr nach Mitte der 40er, sag ich mal. Vielleicht gab es noch ein paar Anfang der 50er. Die hat sich eben komplett, weil sie dieses Bild von sich in der Welt lassen wollte. Sie ist so uralt geworden und 90 ungefähr. Und sie wollte aber dieses Bild dieser mystischen jungen Frau. Und das ist natürlich bei Brigitte Bardot, ist das völlig klar, oder bei vielen anderen. Auch bei Männern gilt das übrigens, die so auf Körperlichkeit, auf Sexiness und so gehen. Wenn du dann aber wie James Dean, das wäre ein männliches Beispiel, will das jetzt gar nicht so, du hast einfach nur diesen James Dean, diese 2-3 Jahre, eigentlich nur ein Jahr, und du hast keinen Alten, du hast auch keinen, der dann vielleicht eben viel Quatsch gemacht hat oder in irgendwelche Skandale verwickelt ist. Nein, du hast nur diesen jungen 25-jährigen James Dean oder 23-jährigen. Das ist schon ganz entscheidend. Nächste Frage. Okay. Coffee or cigarettes? Beides. Wobei jetzt ist es ja, wie hier alle sehen, seit einigen Jahren E-Zigaretten, wobei ich das Wort nicht gut finde, eher Vaping, Dampfen.
Okay, das Thema, ich muss noch ein bisschen das Thema ein bisschen lenken. Zwar geht es nicht wirklich um Dampfen oder Rauchen, sondern es geht um einen Regisseur, der J.J. Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, ja. Ist natürlich... ich habe Ohr geschrieben, aber ja. Ja, also habe ich auch zuerst sofort dran gedacht, aber verstehe den Bezug. Und dort in dem Film geht es ja immer darum, dass die beides machen. Also das ist für die, die das nicht kennen, Jim Jarmusch, wieso, sollte jeder kennen. Das ist ein Episodenfilm, der über viele Jahre entstanden ist, wo eigentlich nur zwei, manchmal auch drei Leute oder vier zusammensitzen und bei Kaffee und Zigaretten reden. Eigentlich so, wie wir das jetzt machen. In dem Fall nicht über ein Zoom-Meeting, sondern an einem Tisch in einer Situation. Und das ist schon alles. Und dieser Film, der über viele Jahre zusammen, der ist gar nicht so konzeptionell entstanden, sondern immer wieder zwischendurch mal ein Gespräch, heißt Coffee and Cigarettes. Also da sind Teilnehmer wie Iggy Pop, wie Tom Waits und viele andere, Roberto Benigni und so weiter. Der Film ist toll, dieses Coffee and Cigarettes, dieses zusammen, was wir jetzt ja auch machen. Im Prinzip machen wir das ja auch. Das könnte ich täglich machen, dieser Austausch, dieses Zusammen, dieses bisschen Team, aber das auch, machen sie ja auch bei Coffee and Cigarettes, das in die Öffentlichkeit tragen, da ist auch vieles improvisiert. Eigentlich ist es fast ein Vorgänger von Filmtalks. Die reden nicht immer über Film, manchmal auch über Musik, aber vielleicht ist Coffee and Cigarettes sowas wie, hat ein paar Parallelen. Aber wenn ich mich für eins entscheiden würde, würde ich mich jetzt, weil ich ja dampfe, tatsächlich für Kaffee entscheiden. Gut, nächste Frage. Metropolis oder Berlin? Metropolis ist doch eher was für groß, für Faschisten. Nein. Oh. Berlin, ich bin totaler Berlin. Wie sieht sich aus? Berlin. Also ich bin ja bewusst, das kann ich hier ja auch mal sagen, nach Berlin gekommen, ohne wirklich einen Grund. Und der einzige Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin, war Berlin. Kein okay. Job. Keine Beziehung, mit der bin ich ja hierher gekommen. Keine Verwandtschaft, kein Studiengang, den hatte ich vorher abgeschlossen. Seit wann bist du in Berlin? Ziemlich genau 20, jetzt 22 wird es jetzt irgendwann. Okay. Ja, um 2000 rum. Und, nächste Frage. Nächste. Das ist die fünfte Frage. Ja. Szenenbild oder Regie? Ach, das habe ich befürchtet. Das ist gemein. Ich musste richtig nachdenken. So. Wie drücke ich ihn an die Wand? Gemein, da zieht er jetzt die Pistole. Ich finde Szenenbild wichtig. Ich finde, wenn man gerade Szenenbild als Ganze sieht, eben nicht als Ausstattung der Tisch und der Stuhl, sondern als Bild einer Szene, wozu auch der Dampf in der Luft, das Bewegen der Blätter im Wind, das ist alles Szenenbild, die Regentropfen auf der Scheibe, alles das ist Szenenbild, dann finde ich das schon sehr wichtig. Aber die Regie ist natürlich, was du ja auch immer sagst, die alles im Blick hat und die alles zusammenführt. Und ein wichtiger Teil der Regie ist für mich eben auch das Szenenbild. Man setzt ja nicht nur in einem leeren Raum Leute, die von links nach rechts gehen und lächeln oder böse gucken sollen, sondern das machen sie ja eben vor einer verregneten Wand, in einem Nebel, in einem Wald, wo die Blätter auf dem Boden liegen oder wo auch immer. Also sie machen das ja in einem Szenenbild oder eben in einem Innenraum. Deswegen würde ich schon Regie, und Regie finde ich auch spannend. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Regie führen will bei bestimmten Filmen, weil man schon sehr, sehr hart durchgreifen muss. Und ein ganz langes Thema, das hatten wir übrigens ja schon mal, einer der ersten Filmtalks, so ein bisschen die Frage, ich glaube, das heißt, für die, die sich's angucken wollen, Regisseur, ein Diktator auf Zeit. Und man könnte auch sagen, wie diktatorisch muss ein Regisseur sein? Und ich weiß nicht, ob ich das will, und die zweite, ob ich es kann, im ausreichenden Maße, zumindest für bestimmte Projekte, ob ich mir das antun will, ob ich das diesen Kampf will oder ob ich sage, nee, dann sollen die das machen. Das musst du als Szenenbildner nicht, da bist du viel mehr zumindest Organisator, Manager und Künstler, der ein bisschen separiert dasteht und nicht so stark in diese diktatorische Rolle kommt. Aber ich würde trotzdem Regie sagen. Okay. Kommen wir zu der nächsten Frage. Sehr, sehr wichtig.
Zu Fuß oder mit dem Auto? Da hast du genau die beiden Sachen, die ganz vorne stehen. Also die ich am liebsten mag, tatsächlich. Ich bin kein begeisterter Fahrradfahrer. Auf dem Schiff kann ich nur mitsitzen, wenn jemand anders das macht. Fliegen, ja, halt wohin, ist halt für mich alles viel zu klein. Zug, ja, weiß ich nicht, habe ich bisher nicht so. Vielleicht ist das noch was für mich. Aber die beiden Sachen, die für mich total funktionieren, ist das Auto, wobei ich in Großstädten zunehmend genervt bin. Irgendwann bin ich wahrscheinlich zu alt fürs Autofahren einfach. Es nervt mich nur noch. Aber mir gefällt das, dieser eigene Raum, dieses eigene, wo ich meine Musik, wo ich meine Dampfgeräte, wo mein Kaffee in der Mitte stehen kann, wo ich das machen kann, was ich will, in meinem geschützten Raum in der Außenwelt. Und die einzige Alternative, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle, wo meine Geschwindigkeit und Rhythmus ist, tatsächlich das Zu-Fuß-Gehen. Gegen Zu-Fuß-Gehen, gerade in Städten, habe ich überhaupt nichts. Im Wald muss nicht unbedingt sein, muss ich ab und zu machen. Grünzeug machen. Ich dachte, du magst es überhaupt nicht, zu Fuß zu gehen. Nee, ich mag nicht Fahrradfahren. Du fährst sogar zum Briefkasten mit dem Auto. Nee. Du fährst richtig ran und steigst gar nicht aus. Und gibst also dieses Fahrrad. Sich treiben lassen, übernehmen wir jetzt mal durch den Prenzlauer Berg oder durch Mitte, dann zwischendurch in ein Café sitzen und dann irgendwo hinzugehen. Das mag ich sehr gerne. Weil das auch, das ist für mich wirklich die einzige Alternative eigentlich zum Fahrrad, zum Auto. Das Fahrrad ist es eben nicht und auch nicht das Motorrad bin ich noch nie gefahren, interessiert mich nicht, alles zu schnell. Und es ist tatsächlich eine total schwierige Frage, weil du das, auch wenn du das nicht so gedacht hast, ich fahre eben so viel Auto, weil mit dem zu Fuß gehen kommt man eben nicht weit. Man muss dann eben öffentliche Verkehrsmittel, die ich nicht so mag, benutzen. Also ich kann ja nicht zu dir zu Fuß gehen, also nur sehr theoretisch. Oder ich kann ja nicht zu gar keinem Kino zu Fuß gehen, weil alle zu weit sind. Ich muss dann ein anderes Verkehrsmittel. Und deswegen ist es dann auf das Auto. Vielleicht noch das Auto, vielleicht, wenn wir das nochmal in 5 Jahren machen, wäre es zu Fuß gehen. Okay, nächste Frage. Mhm. Kino oder Serie? Ja, sowas Ähnliches habe ich dich ja auch gefragt. Du hast ganz klar, also Kino oder Film oder die ganze Richtung hast du dann ja. Und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, wie ich das sagen würde. Also ich komme ganz klar vom Film, auch nicht vom Dokumentarfilm, obwohl ich mich damit viel beschäftige, vom Spielfilm, vom klassischen Film. Das ist das, was ich liebe, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Und in den letzten Jahren, so wie du das ja auch gesagt hast, sind sehr viele Serien dazugekommen, die ich auch sehr, sehr schätze, wo ich einige wirklich als Meisterwerke, die ich auch gleich in diese Ebene setze, wir haben über ein paar schon gesprochen, die tatsächlich, das ist bei Serie auch anders, mir fällt es sehr schwer, ich kenne auch Serien aus den 70er, 80er natürlich, aber auch sogar ältere, die ich mir irgendwann mal angeguckt habe. Und bei den Serien gab es einen gewaltigen Qualitätsschub, einen wirklichen Sprung. Also es gibt kaum eine Serie aus den 70ern und 80ern, die mit heutigen Serien, ich rede von den Spitzenklassen, mithalten kann. Während ich jede Menge Filme weiß, da ist es umgekehrt. Aus den 70er Jahren, wir hatten letztens New Hollywood oder irgendwas, oder auch die ist locker mit interessanten Filmen von heute aufnehmen können. Also da ist im Kino. Aber nichtsdestotrotz, obwohl zwischenzeitlich sich fast dass die Serie ans Kino und an den Film herangeschoben hat, würde ich mich dennoch, war es immer kurz dahinter, so wie Dortmund hinter Bayern oder so. Und jetzt würde ich auch wieder sagen, so eine Serie, wo man sagen kann, okay, ein Film, zwei Stunden, lasse ich mich drauf ein mit 2 Stunden oder es gibt vielleicht auch 2, 3 Teile, aber es ist eine abgeschlossene Sache. Ich finde noch interessant, es gibt das Thema der Miniserie, was ja nichts anderes ist als ein langer Film, 6 Stunden, also ein 6-Teiler, ein 5-Teiler, abgeschlossen, ohne Fortsetzung. Also Darmgambit haben wir drüber gesprochen, das ist eine Geschichte. Im Prinzip ist es wie ein Film, der 6 Stunden geht oder 5 oder weiß ich nicht. Das finde ich auch noch ein spannendes Thema, aber ich würde Kino sagen. Kino ist und bleibt dann doch vor der Serie
Es war aber mal sehr wackelig, weil ich echt in den letzten Jahren mehr spannende Serien als spannende Filme gesehen. Mir fallen 5, 6, 7, 8, vielleicht sogar 10 Serien aus den letzten 5 Jahren ein, die ich ohne Zögern jedem empfehlen könnte oder Interessierten empfehlen könnte. Aber 10 Filme aus den letzten 5 Jahren müsste ich länger überlegen. Okay. Aber dennoch Kino. Gut. Nächste Frage. Machst du eher ein Angebot oder lässt du dich nicht anlabern? Machst du eher ein Angebot Jetzt wird es kompliziert. oder lässt du dich nicht anlabern? Also, das sind 2 Filmzitate. Ich muss jetzt erstmal nachdenken. Ich bin ja etwas, ich muss meinen Tee trinken. Also, ein Angebot, was du nicht ausschlagen kannst. Genau. Und nicht anlabern, dazu müsste ich eine Frisur anders haben, richtig? Bin ich bei meinem Richtig. richtigen Film? Genau, das muss ich erstmal. Wenn du die beiden Filme meinst, eieieiei, dann würde ich tatsächlich doch eher den Paten nehmen. Aber mit ganz, ganz schwer. Weil Taxi Driver, das sind beides großartige Filme, aber irgendwie ist der, bin ich in den Paten, der war mehr Zeit für mich wichtig, so irgendwie bis heute, aber der war mal, und der ist großartig, der hat nämlich auch eine. Bei aller Gewalt, eine Wärme und ich liebe Marlon Brando mittlerweile. Nicht körperlich oder sexuell, aber als Meister im, nicht nur im Paten. Robert De Niro ist in beiden. Wenn du irgendwie dieses Geste, diese Wort, dann würde ich auch den Paten sagen. Ich glaube, ich mache lieber ein Angebot als dieses Anlabern kann mich eigentlich jeder. Bis zu einer Grenze. Also, wenn es nicht völlig unverschämt ist. Okay, jetzt kommt die 10. Frage, Kai. Oh Gott, wir sind ja noch. Ich dachte, wir sind durch. Nein, die 10. Frage. Okay. Und da habe ich mir was Spezielles ausgedacht. Ach du Ja, Scheiße. weil das ist ja der erste Gipfelsprung fast. Hitchcock oder Gott? Ich wollte gerade dich unterbrechen und sagen. Brauchst gar nicht weitermachen, immer Hitchcock. Hitchcock oder Gott, Kai? Jetzt musst du dich outen. Jetzt muss ich mich outen. Ja, das ist schwierig. Naja, bei Hitchcock bin ich mir ziemlich sicher, was er kann und was er nicht kann und warum ich ihn ähnlich. Wieder das Wort, ich sage es zweite Mal, verehre, liebe eigentlich. Also, weil ich ihn wirklich immer, ich kann mir eigentlich einmal die Woche einen Hitchcock-Film bis an mein Lebensende angucken. Bei seinen 53 Filmen, sagen wir mal von den 40 wichtigen, würde, glaube ich, nicht nie Hast ja fast ein langweilig werden. Jahr und dann kannst du ja wieder Genau. Und dann nach einem Jahr könnte ich mir wieder, ob es bei jetzt anfangen. Vertigo oder Vögel oder so, das ist, würde genauso. Eigentlich kann man ein Jahr lang immer eine Woche einen Hitchcock-Film gucken. Ich gucke mir sogar seine Serie, die er produziert hat, gerade zwischendurch an. Und also, und vieles ist großartig. Hitchcock. Und bei Gott, was weiß ich? Kannst du mir das vielleicht beantworten? Da bin ich mir nicht, bin ich mir einfach nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich stelle dir die Fragen, ich antworte nicht. Deswegen sage ich jetzt mal provozierenderweise Hitchcock. Weil ich Hitchcock weiß und kenne und bei Gott weiß ich nicht. Das kann aber auch vielleicht in einem Jahr oder 2 Jahren anders sein. Vielleicht weiß ich dann mehr über Gott und dann hat er Hitchcock über. Also er hat die Chance, Hitchcock Ja, Trumpfen. zu übertrumpfen, aber Hitchcock, eigentlich, wie du gesagt hast, egal was du. Das war eine sehr, sehr gute Frage, weil ich gerade sagen wollte, egal was er jetzt sagt, Hitchcock oder völlig egal, Kaffee oder Zigaretten Hitchcock. oder Auto, Hitchcock. So, jetzt sucht er das Einzige, wo was, nicht vielleicht das Einzige, will ich nicht sagen, aber was einer der wenigen Sachen, wo es sehr, sehr schwer wird. Ich hätte ja auch Und sagen können, Hitchcock oder deine Frau. genau, das war jetzt gerade sagen. Dann Das müsste ich ja, weil sie das sollte ja ja auch mal keinen guckt. Krach verursachen. Naja, vielleicht guckt sie das mal, sie guckt das meistens nicht.
Aber wenn sie es guckt, muss ich natürlich dann meine Frau sagen. Ich bin ja nicht lebensmüde. Ich kann ja zwei Versionen machen. Ich bin ja nicht lebensmüde. Also muss ja schon überlegen, wer das guckt. Ja, aus dem genannten Grund sage ich jetzt mal, Hitchcock is God. Okay, ja, ist dann eine gute Mitte. Dann mal Folgendes. Jetzt ist ja so nach 10. Frage schwer und so. Wollte ich es dir ein bisschen leichter machen. Ah, sehr gut. Dampfer oder Dampfen? Dampfer oder Dampfen? Mhm. Ist die Frage, was du mit Dampfer meinst? Also mit Dampfer, der dampft? Oder der Dampfer ist ja ein Schiff? Oder was auch immer. Ich meine Schiff. Dampfen. Also Schiff ist gut, ich komme von der See, aber ich mag das Meer am liebsten, wenn ich an Land stehe und aufs Meer gucke, dann kann ich das Tage machen, ohne Unterbrechung. Aber auf dem Dampfer ist für mich gar nicht so wichtig. Die gehen ja unter, das wissen wir ja seit einigen Filmen. Und, kommen wir zur nächsten Frage. Wasser ist immer zu kalt. Immer. Fast immer. 50er Jahre oder 20er Jahre? Das ist auch gemein. Also spontan würde ich jetzt, ich will da gleich noch was zu sagen, tatsächlich sagen die 20er Jahre. Filmisch muss ich ganz ehrlich sagen, die 50er Jahre. Wenn ich wichtige Filme sehe, dann lande ich ganz oft in den 50er Jahren. Und das wundert mich auch, weil die 50er Jahre für mich ein Inbegriff der, und zwar nicht nur in Deutschland, dort sowieso nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch in den USA, in der westlichen Welt, auch in, deswegen kam ja Nouvelle Vague und so, auch in Frankreich, in vielen Ländern, so ein Inbegriff der miefigen, spießigen, staubigen Belanglosigkeit sind. Aber irgendwie ist finde ich, im Film eben eine Handvoll Filme, die ich zu den wichtigsten halte. Ich habe eben sogar schon ein, zwei genannt, wie Vertigo, könnte noch einige andere nennen. Und wir haben über Marilyn Monroe gesprochen und so weiter. Das ist ja ganz viel 50er Jahre. Die 20er sind in vielen, nicht nur in Deutschland, in Berlin ganz besonders, aber ein kultureller, künstlerischer Aufbruch. Allerdings bin ich nicht so eng beheimatet im Stummfilm der 20er Jahre. Es gibt da großartige, ich habe auch einiges gesehen, aber wenn ich jetzt nur sage Filme, für mich persönlich, dann würde ich sagen aus den 50er. Aber da du nur gesagt hast 20er oder 50er und nicht gesagt hast Filme aus den 50er oder Filme, ja. Da du nur gesagt hast 20er oder 50er, sage ich 20er. Okay. Malen oder Kino? Ja, du hast ja auch gesagt, jetzt kann ich mich sehr gut, dass ich mich auf dich, du hast ja auch dich lange für die Literatur und das Gedicht und so ausgesprochen, was ich sehr interessant und sehr gut fand. Und das mache ich jetzt hier auch mal, ohne viel Erklärung. Malen, bildende Kunst, ich selber malen. Anschauen ist was anderes. Du malst ja auch selber, richtig? Ich male selber und ich male ein Prinzip täglich. Und seit wann? Ich mache nicht jeden Tag. Da kommt so ein bisschen drauf an. Ich schaue fast täglich, nicht täglich einen Film, aber ich schaue seit Jahrzehnten zumindest wöchentlich ein, zwei, drei Filme oder ähnliche Dokumentationen oder so. Jeden Tag geht leider nicht. Und ich male jeden Tag. Das eine ist das, wo ich selbst... Aber ich würde, weil ich selbst... wenn ich eins von beiden auf die einsame Insel mitnehmen kann, dann würde ich meine Malsachen mitnehmen. Die brauche ich schon. Malen. Okay. Ja. Jetzt eine leichte Frage. Klassik oder Rock? Ja. Okay. Hat Juma mit dir gesprochen? Ja, Juma wollte irgendwas. Ich habe gesagt, er soll es sich selber holen. Wenn er die Tür aufkriegt. Rock. Also. Kann.
Ich finde das mit die schwierigste Frage bisher, weil beides auch sehr breit ist und ich nicht so klassischer Rock-Fan, weil wenn man bei Rock auch ein bisschen das Experimentelle, die Blues, den Bluesrock, den Punkrock und so weiter, alles Sachen, die vielleicht ein bisschen weitergehen, dann würde ich schon eher, muss ich schon ehrlich sagen, da ist der Rock für mich dann wichtiger als die Klassik, auch in meinem Leben bisher gewesen. Wobei ich gerade heute ein Gespräch über Strawinski und Schönberg hatte mit jemandem, aber auch über Tom Waits, der aber auch eigentlich nicht Rock ist, und Jazzmusik. Da ging es um Musik und Wirkung und so. Aber ich muss ganz ehrlich sein, dann ist für mich wahrscheinlich doch eher die Moderne, die Rock, wenn man nicht unter Rock versteht, damit kann ich nicht so anfangen, dieses aufgeblasen. Ich bin nicht so von, eigentlich das, was so klassisch Rock ist. Männer mit langen Haaren in riesiger Stadionrock und spielen, das interessiert mich irgendwie nicht. Das lässt mich völlig kalt. Aber also Bombastrock finde ich schrecklich, um das mal zu sagen. Also bombastisches Rock. Habe ja auch Schwierigkeiten mit bombastischen Filmen. Deswegen ja auch nicht Metropolis. Aber nichtsdestotrotz ist Rock dann doch wichtiger als Klassik. Das andere sind Episoden, das finde ich interessant. Das gehe ich geh gerne mal zu einem klassischen Konzert oder höre es mir mal an. Aber das ist für mich ja, ein Spaß für zwischendurch. Okay, das mit Metropolis lassen wir heute mal erst mal so stehen, aber können wir eigentlich nicht so stehen lassen, weil das der Vater aller Filme für Science Fiction ist und so. Ja, da magst du recht haben. Und Ich müsste ihn dann auch noch mal ich gucken. als Science Fiction-Fan. Ich hatte nur eine nicht gar nicht mal so schnell begründete, in alles, was bombastisch ist, auch in der Malerei, auch im Film, war mir nie so nah. Deswegen habe ich auch mit Kubrick und David Lean zum Teil. Kubrick ist ein gutes Beispiel. Wir Bei ihm müssen sind auf eigentlich jeden alle Fall, Filme wir bombastisch. müssen das auslagern, weil Ja. Metropolis können wir jetzt nicht besprechen. Nein, Und was die sprechen wir vielleicht mal über Bedeutung Bombast im Film oder. bombastisch für dich bedeutet, das müssen wir, das Ja, hört das. sich ja Bombe, Krieg und sowas Ja. wahrscheinlich nicht an. Aber Naja, die Oper ist auch. wir müssen das wirklich jetzt auslagern, Ja, weil. aber zum Beispiel, ich will noch einen Satz dazu sagen. Ich gehe ab und zu, aber ab und zu heißt wirklich selten. Ich war schon ein paar Mal in der Oper. Bildungsbürgertum, man muss mal in die Oper gehen und sich das angucken. Jedes Mal fand ich es interessant, aber mehr nicht. Okay. Und deswegen Rock. Wir hatten Klassik oder Rock? Und Rock. die nächste Frage ist: Rock oder Hose? Bei wem? Naja, keine Ahnung. Ich warte auf deine Antwort. Hose. Lassen wir das mal so stehen. Ja, wir müssen ja ein bisschen vorankommen. Charles Bronson oder Henry Fonda. Ah, ganz klar, Henry Fonda. Also die haben ja einmal zusammen, wenn du jetzt Spiel mir das Lied vom Tod meinst, aber Henry Fonda und die Fonda-Familie. Ich hatte, glaube ich, die Anekdote, habe ich das schon mal erzählt. Also für mich ist ja sowieso der Studiofilm der 30er bis 50er Jahre in den USA das Größte. Also James Stewart, Cary Grant, Henry Fonda, Spencer Tracy und die Frauen könnte ich jetzt auch alle aufzählen. Lassen wir mal. Und noch viele andere und entsprechende Regisseure. Ich war einmal auf einer meiner ersten Berlinalen. Das war so Anfang der 2000er Jahre, als ich nach Berlin kam, war ich in so einem Gedränge. Ich glaube, ich habe es hier vielleicht auch schon mal erzählt. Und also die habe ich schon mal erzählt, glaube ich, privat. Und da war so ein Interview mit einem bekannten Radiomoderator in so einer, wo wir, glaube ich, auch schon mal waren. So, weißt du, die dann Interviews machen. Knut Elstermann. Das war einer meiner ersten Besuche. Und da stand ich und habe geguckt und war ein Interview und so und wollte das mitkriegen. Neue Atmosphäre, kannte noch nicht so viel. Vielleicht zweite Berlinale, ja, oder dritte, ich weiß nicht. Und da schob mich einer zur Seite. Und in dem Augenblick, wo du eigentlich dann sofort sagst, wo du sofort sagst, ey, Idiot, warum schiebt er mich denn zur Seite? Also, wie unverschämt. Und wer war das? Also, das war mit einem. Sich an wie Trump. War das Trump? Nein, es war Peter Fonda. Ah ja. Der Sohn von Henry Fonda und bekannt vor allem eigentlich nur durch einen Film, Easy Rider.
Und das war für mich ein ganz großer Augenblick, alleine weil er schon der Sohn von Henry Fonda ist und dann noch Peter Fonda, Easy Rider Fonda. Und dann sage ich, okay, das gehört, der gehört zu den wenigen Leuten, die so mich zur Seite schieben können und mich umlaufen dürfen. Also von Peter Fonda umgelaufen worden zu sein. Nicht irgendein Peter Fonda, nee. Also das aber war, weißt du, Charles Bronson, ne? Der war ja, der ist ja, ich glaube, einer von 5 Kindern gewesen. Da musst du mit 16 im Bergwerk arbeiten, damit die Familie sich ernähren konnte. Ja. 4 Jahre hat er das gemacht. Und dann ist er im Zweiten Weltkrieg, war er also Geschützbomber bei so einem Flieger, B-29-Bomber. Da hat er sich eine Ehrenmedaille geholt dort. Also das passt. Genau, und dieses Image, was er ja dann bekommen hat, zum Beispiel hier, ich spiele das Lied vom Tod, ne? Ja. Er wollte nie einen Film mit Sergio Leone drehen. Also der hat immer, der Sergio Leone wollte ihn, ja, aber er hat immer abgelehnt. Und bis halt zu dem Film spielen wir das Lied vom Tod. Und hey, Juma. Und weil er einfach sein Gesicht wollte. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, ich habe mir einen Trailer genau angeguckt. Also Charles Bronson. Und das ist wirklich, du hast das Gefühl, so irgend so ein Elefanten bei den Eiern, ja, so Elefantenhaut. Die sind alle so durchgegerbt von der Sonne. Genau. Und dann gibt es nur diese Blicke, Schnitte, diese Musik. Toll. Von also Sergio Leone ist großartig. Ist einfach, ja. Diese 5 Western oder wie viel er gemacht hat, die sind großartig. Und ich finde Charles Bronson auch als Typ total interessant, aber filmhistorisch fallen mir 2, 3 Sachen ein, wo er dabei war. Und Henry Fonda kommt aus den 30ern, hat bis zu seinem Tod wichtige Filme gemacht, hat dazu eine ganz tolle Tochter, die Jane Fonda, die ich auch ganz, ganz spannend finde, und einen Sohn. Und also diese Fonda-Familie, gibt es ja schon eine 3. Generation, Brigitte Fonda. Also die Fondas finde ich sehr, sehr interessant. Und Henry Fonda, obwohl der, glaube ich, also der war schon ein harter Typ, also sagt auch seine Tochter immer, die hatten richtig Probleme. Der war nicht auch so einer, der sich durchsetzen konnte. Und aber sie haben, also Henry Fonda finde ich schon interessant. Ist nicht mein ganz großer Favorit, weil er immer, er hat auch in einem Hitchcock mitgespielt, das kann Charles Bronson auch nicht von sich sagen. Der ist halt in diesem Netzwerk der für mich wichtigen Filmleute drin. Naja, der ist ja auch über so lange Zeit einfach. Ja, Jahre ungefähr. Das ist schon eine große Kunst. Mhm. Und nächste Frage. Pulp Fiction und wenn ja, wie viele? Das ist ja kein Entweder-Oder. Genau. Pulp Fiction oder wenn und ja, wenn wie, ja wie viele? Wenn ja, wie viele? Wenn ja, wie viele? Was meinst du mit wenn ja, wie viele? Ist das ein anderer Tarantino? Ich meine gar nichts. Ich will deine Assoziationen dazu hören. Wenn ja, wie viele? Da muss ja irgendwo ein Oder dazwischen sein. Wo ist denn das Oder bei dir? Nirgendwo. Entweder oder. Und wenn ja, wie viele? Also, wenn ja, wie viele? Also, erste Assoziation ist, dass es ein populärwissenschaftliches Buch ist von Herrn Precht. Wer bin ich? Wenn ja, wie viele? Pulp Fiction. Also, machen wir es kurz. Machen wir jetzt keine Assoziationsraten draus. Pulp Fiction ist mir persönlich jetzt nicht der wichtigste Film, aber ich halte ihn, und das, da habe ich auch schon ein paar Mal einen Streit gehabt, ja, immer Tarantino und so, Pulp Fiction halte ich für einen, vielleicht sogar für den einflussreichsten Film der 90er Jahre. Es gibt noch 2, 3 andere, du hattest ja auch schon mehrfach sowas wie Matrix erwähnt und so weiter. Und man könnte noch eine Handvoll vielleicht finden, aber ich würde mich jetzt mal so weit raushängen. Pulp Fiction ist einer der einflussreichsten Filme, der einfach auch sehr, sehr gut ist, egal was man über Gewalt und so weiter spricht. Es ist ein großartiger Film, der extrem einflussreich war und nach
ungefähr 100 Jahren Filmgeschichte noch ganze Menge Sachen auch wieder neu gemacht hat. Immer deswegen würde ich erstmal mich ganz lange für Pulp Fiction einsetzen und deswegen würde ich erstmal grundsätzlich Pulp Fiction sagen. Komm, wir haben eine Katze im Video. Ja, das gibt uns sofort. Und Katzen im Video, weißt du, du musst Katze dazu schreiben. Katze, mit Katze habe ich schon mal. Das gibt Klicks. Katzenvideo schreiben. Ja, wir schreiben einfach, wir nennen das einfach Katzen. Gleich so 3000 Likes und sowas. Ja, wir machen Katze, total. Ich nenne das Katzenvideo. Katzenklo, Katzenklo. Okay, Comiczeichnung oder Animationsfilm? Oh. Bam. Naja. Eigentlich gibt es da keine Frage, oder? Eigentlich ist klar, oder? Nee, ist nicht klar. Aber ich würde schon Comics sagen. Also das, da muss dazu sagen, eben für Leute, die sich nicht im Comic auskennen, es gibt großartige franco-belgische Comics, und zwar seit über 50, 60 Jahren oder noch länger, also seit ungefähr dem Zweiten Weltkrieg und auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Und ich finde faszinierend, was die machen, was dort auch ein Künstler oft alleine oder im ganz kleinen Team schafft. Und Comics beeinflussen mich ebenso lange wie Film, Animationsfilm noch nicht so lange. Außer Trickfilmserien als Kind und so weiter. Aber Comics begleiten mich eigentlich schon fast das ganze Leben und auch in einer weiteren, also ich entdecke immer wieder neue, tolle Sachen. Ich würde mal sagen, die Comiczeichnung, das Comicheft ist eine total unterschätzte Kunstform und es ist eine Kunstform. Und leider in Deutschland, anders in Frankreich und Belgien zum Beispiel, es gibt noch das amerikanische Comic, das ist ein bisschen anders, bin ich auch nicht so, habe ich nicht so den großen Zugang, aber Comics. Marvel und sowas. Genau, das ist das amerikanische Comic. Da kenne ich nicht, Marvel. Da kenne ich nur das, da kenne ich nur, was man so als Allgemeinwissen bezeichnet, während ich gerne können wir auch mal ein Sonder hier über Comics sprechen. Es gibt da so großartige Sachen aus dem europäischen Raum, nicht nur. Also, ja, als ich da recherchiert habe. Ja. Ne, also zum Beispiel gibt es ja so diese Comics jetzt, Clever and Smart oder Is No Good. Is No Good, ne, zum Beispiel, das ja. Das sind Asterix und Obelix. Ja. Das Interessante ist, dass das ja wirklich Ausnahmetalente sind, die Zeichner dort. Mhm. Und dass auch dann halt, der Name fällt mir jetzt nicht ein, einen Regisseur gibt, der mit zwei wirklich wichtigen Zeichnern auch das umgesetzt hat und dann auch halt Filme daraus entstanden sind. Und das, da gibt es. Aber das ist genau das, was du sagst. Und genau, und für die ganz dunkle, warte mal, wie zeigt man das? Die dunkle Ecke da oben, und zwar dieser ganze Bereich da bis da, nee, das geht, glaube ich, noch ein bisschen höher da drüber. Da, das sind alles europäische Comics. Okay, gut, sehr schön. Okay, nächste Frage. Ja. Es war ja jetzt Comiczeichnung oder Animation. Jetzt kommt Augmented Reality oder Bühnenbild. Was? Das erste war... Augmented Reality. Du weißt, das, was wir besprochen hatten. Also nach der Greenscreen kommt jetzt die neueste Form, ist ja Augmented Reality. Ja, das, was... also praktisch die Fortsetzung, also die eigentlich gar nicht Greenscreen, nee, sondern eher das. Ja. Die nächste Stufe der Greenscreen, ne? Also das ist ja, die Leute sind nicht mehr von einem grünen Hintergrund, sondern die stehen vor einer Wand, wo quasi über LEDs das Bild reingekeyt wird, ohne dass du das nachträglich noch bearbeiten musst. Also du musst dann kein Grün wegnehmen und die Hintergrund reinsetzen, sondern der Hintergrund wird über diese, keine Ahnung, Hunderttausenden von LED-Leuchten direkt reinprojiziert. Ja, ein bisschen wie, also das ist, wer das sich mal angucken will, Mandalorian, die Serie von Disney Plus produziert, macht das eben, oder hat nicht nur, aber die haben das richtig groß jetzt gemacht. Und es erinnert mich ein bisschen, wie früher gearbeitet wurde mit
Rückprojektion. Da hast du ja auch einen realen Film gesehen und die Schatten und so weiter. Und wenn bei Hitchcock jemand im Zug sitzt, dann war es ja auch kein Greenscreen und es war auch kein realer Hintergrund, sondern es war ein ablaufender Film, eine Projektion oder meistens. Sag mal ganz kurz, wie? Also was für eine technische Geschichte da? Naja, verschiedene, aber die simpelste ist, dass du das vor einem Film ablaufen lässt, natürlich nicht vor einer Projektion, sonst hast du ja die Schatten, die Leute davor, sondern dass du es auf eine Wand projizierst, dass du es von hinten rauf projizierst und dass du dass du ein Bild siehst, wie meinetwegen, nehmen wir mal Hitchcock und Zug, was ich gerade gesagt habe, der Zug ist im Studio, dann kannst du da drehen und den aufschneiden und reinfilmen und was man alles machen will, Dach wegnehmen, keine Ahnung, dann lässt du das Ganze ein bisschen wackeln und jetzt brauchst du aber natürlich hinten eine Landschaft, die vorbeizieht und eine Stadt, die vorbeizieht. Und das ist eine extra gefilmte Aufnahme, die wiederum im Hintergrund läuft als eine Art Projektion und damit hast du einerseits das, was du haben willst, die Landschaft, die Stadt, den Wald, keine Ahnung, die Wüste. Und du hast aber gleichzeitig auch die Bewegung, nicht nur die Bewegung, du hast aber auch die Lichter, die Reflexion, das Hell und Dunkel ist ja ein Unterschied, ob man dann in einen dunklen Wald fährt oder einen hellen Wald oder was dann auf die Scheibe oder auf die Schauspieler geworfen wird. Im Prinzip ist das sogar ähnlicher als dann, das wurde dann ja immer weniger, das gibt es auch heute noch, weil dann Greenscreen kam, da war gar nichts. Nehmen wir mal den Zug, sondern es war grün und es wurde hinterher reingebaut oder Bluescreen. Und da haben die Schauspieler nicht, die Schauspieler haben sonst ja auch die Wüste, die sehen ja auch die Wüste, wenn sie, also die Wüste als Rückprojektion, als Projektion. Und jetzt ist es wieder, wie du es gerade beschrieben hast, und das ist schon sehr, sehr interessant. Aber ich mache es jetzt mal kurz, weil wir müssen ja auch irgendwann mal fertig werden. Ich finde die Kombination, es gab schon immer die Kombination, wenn du dir, wir haben uns mal über den Reise zum Mond und so, da gab es auch schon Projektionen und gemalte Bilder, also nicht real gebautes Bühnenbild und so weiter. Das gibt es eigentlich seit Anfang des Kinos und die Kombination finde ich immer spannend. Aber dieses Völlige drauf, das finde ich ein bisschen, das macht mir persönlich, ich spüre es auch immer noch. Diese reine Virtualität finde ich schon ein bisschen schade und oft spüre ich die. Deswegen würde ich jetzt nochmal, um mich ein bisschen dafür einzusetzen, Bühnenbild sagen, aber das nicht als fundamental, sondern mit einer Tendenz zum Thema Bühnenbild gebaut, was ja auch heute oft gemacht wird, was viele mal denken, das gibt es gar nicht mehr, sondern nein, es wird unwahrscheinlich viel gebaut, gebastelt, andauernd auf der ganzen Welt. So, jetzt kommt so ein Scratch, so irgendwas anderes? Ja, ich habe reintippen, Angst. Reintippen oder reinsprechen? Ich spreche besser, als ich tippe. Ich hoffe, dass es mal so weit ist, die Technik, dass ich das noch erlebe, dass ich gar nicht mehr tippen muss, dass das so gut geht und ich nur noch sagen muss, leider ist es noch nicht ganz so weit, aber wenn ich ab morgen nicht mehr tippen müsste irgendwo, dann würde ich auch nicht mehr tippen. Ich würde alles sprechen. Sprechen, reinsprechen, bitte. Okay. Erfinde das, bring das nächste voran. Nächste Frage, ich glaube, das gibt es schon. Ja, Filmmusik oder Filmgeräusche? Nochmal, was war das davor? Filmmusik oder Filmgeräusche? Das sind zwei Sachen, in denen ich sehr schlecht bin, die ich oft auch überhöre. Und wenn du mich dann so fragst, zum Glück hast du es nicht gemacht, ich gebe dir jetzt mal meine Vorlage und dann sagst du, das merkst du viel besser, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, aber ich wollte dir das natürlich nicht zugestehen, wo du sagst, hier ist die Musik oder der Ton oder so. Irgendwie komme ich manchmal aus dem Film raus, ich kann dann viel drüber sagen, behaupte ich mal, ich kann viel Zusammenhänge erkennen, aber wenn mich dann einer fragt, wie war denn die Musik, sage ich, weiß nicht, war da Musik? Bei den Geräuschen ein bisschen ähnlich. Das ist auch oft ein gutes Zeichen. Sie hat sich halt eingefunden, sie ist bei mir reingegangen, sie war drinne. Aber das sind zwei Sachen, in denen ich beides sehr, sehr schlecht bin. Und ich weiß, wie wichtig sie sind. Kann man ja so stehen lassen. Also wenn ich kein Entweder-Oder sagen würde, ich ist in beiden schlecht. Ich finde, aber wahrscheinlich, da ich mich schon mit Filmmusik und auch Leute kenne, auch einige speziell, die sich mit Filmmusik intensiv beschäftigen oder gar Filmmusiker sind, ist das schon eine tolle Kunstform. Also ich würde eher die Filmmusik nehmen, aber ich kann da gar nicht viel zu sagen. Ich muss mir bewusst sagen,
achte auf die Filmmusik, achte auf die Filmmusik, achte auf die Filmmusik. Oder mir die Filmmusik separat anhören. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ich habe auch natürlich einige da. Also ich sag mal Filmmusik, aber beides bin ich echt schlecht. Ich frage mich bei vielen Filmen, da weiß ich es nicht. Nächste Frage. Sind wir nicht durch? Nein, noch nicht. Jean-Paul Belmondo oder Alain Delon? Ach du. Zwei Franzosen. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen durchpeitschen. Wie hast du denn? 50, 25 solltest du? Nein, das sind 25. Du hast halt okay, 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 okay. Delon Belmondo. Delon, ich habe über beide jetzt eine Doku gesehen, beide interessant, beide aber auch nicht ganz. Belmondo, ich finde die Godard-Geschichte da, wie heißt das, Außer Atem, das finde ich toll. Dann finde ich dieses Knautschgesicht, leider jetzt gestorben, fand ich toll. Delon hat aber auch einige spannende Sachen gemacht, der Samurai. Komm, Delon ist was für Frauen, Belmondo ist was für Männer, also Belmondo. Okay. Jetzt habe ich zwei Antipoden gewählt, nur als kleine. Ne? Lars von Trier oder Tarantino? Ach. Und wenn jetzt, dann kommt da, wenn ich jetzt den einen nehme, dann kommt der andere ja nicht mehr in ein Filmtalks-Gespräch rein. Der ist dann ja den Film alle rein, sehr unabhängig davon. Beide wichtig, beide toll. Also so eben wie ich Delon. Lars von Trier oder Tarantino? Was gibt es an der Frage nicht zu verstehen? Ja, weil Blödsinn. Also da bin ich jetzt hartnäckig. Jetzt, für mich auch eine der schwierigsten Fragen, weil ich beide total, wollte gerade sagen, okay, aber ich habe Dogville im Kino, das wirkt bis heute nach. Und Tarantino-Filme auch. Ich nehme jetzt mal ganz schnell, weil wir müssen auf Dings. Nehme ich mal, aber ich finde, und dazu kommt noch, dass mir eigentlich beide als Typen unsympathisch sind. Als Menschen kam ich mit beiden nicht ran. Wir haben noch eine Bonusfrage, du musst dich da echt jetzt beeilen. Nehmen wir Tarantino, weil er mehr Humor hat und ich Humor so schätze im Film. Okay. Punkt. Kinosessel oder Couch? Im fortschreitenden Alter tatsächlich die Couch. Punkt. Okay. Letzte Frage. Das ist noch nicht die Bonusfrage. Ach, Bonus gibt's auch. Ich dachte, das doch. Natürlich, das hast du doch bei mir auch gemacht. Ja, aber ich dachte, das ist meine. Ja, warte mal, die Bonusfrage, die. Da kannst du dich schon mal freuen drauf. Also, letzte Frage. Lebenslänglich Kino oder Milliardär und nie wieder einen Film sehen? Nie wieder einen Film. Nie wieder. Aber dafür hast du eine Milliarde auf deinem Konto. Hat auch so seine Vorteile. Du kannst nichts mit Film machen. Du kannst nicht drehen. Nichts. Du hast... Film ist wie, keine Ahnung was. Ja, ich verstehe schon. Es ist eine super Frage. Es ist eine sehr gute Frage. Es ist eine sehr schöne Frage. Gefällt mir die Frage. Also eigentlich müsste ich ja sagen, lebenslänglich Film, aber... Ich bin ja schon im fortgeschrittenen Alter. Und ich wusste, dass du käuflich bist. Ja, ich habe viele tausend Filme gesehen, sage ich jetzt mal, und das stimmt tatsächlich. Ich würde wahrscheinlich, jetzt kommt die, glaube ich, gute Begründung, die Filme, dann mache ich halt Augen zu und gucke mir Fenster zum Hof in meinen Gedanken wieder an. Oh. Und... Und steckt die Milliarde ein, ist schon klar. Steckt die Milliarde ein und macht die Augen zu und geht zu Jim Jarmusch ins Kino. Und das ist eine schöne Antwort. Reite mit Lorenz von Arabien durch die Wüste und liegt dann mit meiner Milliarde irgendwo in der Wüste im Swimmingpool oder so. Ja, okay.
Das ist eine gute Frage, ja. Ja. Jetzt dann die Bonusfrage. Ach, die war noch. Naja, gut. Ich hab's auch. Du hast damit angefangen. Ja, ja. Bonusfrage, und das ist, Leute, die letzte Frage. FC Werder Bremen. Ja, Werder Bremen, das ist so wie Hitchcock. FC Werder Bremen oder Bremen? Erstmal ist der erste Fehler, dass es nicht FC Werder Bremen heißt, sondern SV Werder Bremen. Oh, sorry, habe ich nicht gegoogelt. 1898. Ja, Fußballclub, die 1898, grün-weiß. Oder Bremen. Naja, erstmal, weil Bremen, Werder Bremen, sieht es gerade schlecht aus. Ich habe vorhin noch was gelesen, das ist alles ganz trostlos. Aber mit Bremen sieht es ja auch schlecht aus, wenn man da wirtschaftliche Zahlen sieht. Das kann kein Argument sein. Aber da Werder Bremen, SV Werder Bremen, bitte, ein Teil... Entschuldigung, ich wiederhole nochmal. Ja. SV Werder Bremen oder Bremen? Ja, da Werder Bremen oder Werder, wie wir sagen, ein Teil von Bremen ist und Bremen viel vielschichtiger ist und man viel erzählt ist, würde ich dann doch eher Bremen als Bremen nehmen. Bremen ist total spannend, auch wenn das viele nicht glauben. Okay, das waren die 25 Fragen an Kai. In 20 Minuten? Ja, mit plus Bonusfrage, genau. 21 Minuten. Und ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei. Wir machen den Abspann. Ja, danke. Gerne auch Ergänzung dazu. Vielleicht machen wir das mal wieder als Fortsetzung. Dann geht es einfach auch weiter. Okay, Kai, sag Abspann. Erstmal sage ich vielen Dank. Super Fragen. Ich werde wahrscheinlich heute danach träumen und sagen, das war eine blöde Antwort. Ich hätte das sagen sollen. Also vielen Dank. Jetzt. Und tschüss. Und tschüss. Action, bitte. Ja, wenn die Maus hier... Run. Upsala. Ciao.